Herzlich willkommen zurück zu Kingdom Hearts 3. Im letzten Part haben wir 100 Morgenwald gemacht. Winnie Pooh konnte sich nicht mehr an Sora erinnern, weil er nur an Honig gedacht hat. Ja, das war die Story. Und dafür haben wir ein neues Schlüsselschwert bekommen. Schauen wir uns mal an. Hilfsscheriff. Und hier haben wir's. Honigschnabel. Ja, guck mal. Gar nicht mal so schlecht, ne? Oh. Gar nicht mal so schlecht. Nehmen wir. Natürlich jetzt nicht verbessert wie das. Das ist immer noch unser bestes Schlüsselschwert. Ich das so oft verbessert habe. Und natürlich das andere. Das können wir auch nehmen. Die Frohklinge. Einfach mal ausprobieren. Die neuen Schwerter. Warum nicht? Aber jetzt wollen wir gleich noch ein bisschen kochen. Bevor wir kochen, schauen wir uns hier die Baupläne an, ob es hier was Neues gibt. Ja, gibt es. Highwind, Captain Falcon, Invincible, Ablenkentchen. Habe ich jetzt auch einfach mal gekauft. Diese Sachen, die sind wieder viel zu teuer. Aber die hole ich mir. Ich mag das. Wollen wir uns die alle holen? Die sind so billig. Ja, komm. Scheiß drauf. Wir holen uns das alles. Ich will alles haben. Tatsächlich zu 100%. Ich will das alles haben. Los geht's. Ja, die Sticker da oben, da warte ich noch mit, aber die Muster hole ich mir jetzt mal. Geldverschwendung. Egal. Was ist das neue Bistro? Ja, ja, das Bistro. Das Bistro, das Bistro, das Bistro. Guck mal, was ich hier gefunden habe. Alter. Das ist ja mal asozial versteckt. Alter, was? Und hier ist doch auch wieder ein neues Spiel dazugekommen, oder? Tatsächlich. Mickey, der Bauarbeiter. Noch eins. Tatsächlich. Der verrückte Arzt. Oh, super. Gut, jetzt kommt das Bistro. I hear you've tracked down lots of ingredients. Well, thanks to you, my business couldn't be better. Na gut. Und wie kann ich jetzt nochmal kochen? Ja. Hier natürlich, ne? Auf geht's mit dem kleinen Koch. Was kochen? Los geht's. Pence. Ach, das schon wieder. Das kennen wir doch. Wir suchen immer noch Roxas. Können wir hier lange suchen? Die Extrakarte wurde freigespielt. Ach du Scheiße. Was ist denn hier so besonders dran? Gucken wir mal. Komm, beginnen. Ist das jetzt besonders schwer oder was? Ah, das war das. Muss man nur richtig timen. Ist voll einfach. Was? Es ist doch nicht so einfach! Leck mich am Arsch! Ficken! Was ist ein Bullshit? Oh, ich hasse das Kochen so sehr, ne? Ich hasse es! Kann es überhaupt nicht, Mann. Sieht aus wie ein Koch. Dann mach ich's eben halt nicht so perfekt. Scheiß drauf. Ja gut, reicht mir. Hauptsache geschafft. Junge, ich weiß nicht, was da eben falsch gelaufen ist. So ein Mist, ey. Was ist das Schönes? Das ist auch wieder, ne, mit den... Ja, tatsächlich. Ah, ist genauso zu time, ne? Oh, das ist exzellent. So gut war es sogar. Ja, ich glaube, die Extra-Karte ist einfach schwerer. Bœuf Bourguignon. Ah, ja. Kann ich jetzt auch nicht nochmal kochen. Aber das... Das ist das Schönes. Finden wir erst immer heraus, wenn wir tatsächlich das einmal gekocht haben, Leute. Yes, nochmal. Exzellent. Und das ohne Eier. Ja, so kann es laufen, ne? Rindfleisch-Sauté. Sauté. Fehlt nur ein Gericht tatsächlich. Nein. Och, Mann. Das kann ich nie mehr kochen, Mann. Das war aber eben noch da. Ach, scheiße. Oh, ist wieder flambieren. Das war immer ganz geil. Ja, nicht zu viel, nicht zu wenig rein, Mann. Passt.
Das kann ich eigentlich ganz gut. Crêpe Suzette. Ey, neuer Stern. 2-Sterne-Restaurant. Let's go. Let's go. Nochmal flambieren, weil es so schön war. Nochmal. Oh, das war nur gut. Ich dachte, da muss ich weniger reinkippen, weil da so wenig drin war. Naja. All Matelot. Reicht mir einmal. Was ist das jetzt? Neue Challenge mit einem Ei irgendwas. Okay. Kürbis, schwarzer Trüffel. Oh ja. Schlage das Ei auf. Und zwar schön vorsichtig. Neige. L und R nach außen. Um Druck auf die Schale auszuüben. Bist du zu ungestüm? Machst du das Ei kaputt? Was? Ist die Schale ausreichend aufgebrochen? Drücke L1 und R1 gleichzeitig, um Inhalt in die Schüssel zu geben. Du hast ein Zeitlimit beim Kochen. Oh, das kann ich im Real Life auch nicht, die Scheiße. Das Geheimnis lecker, richtig ist eine gute Vorstellungskraft. Wenn so kulinarische Fantasie mit ihm durchgehen, heißt für dich, L und R nicht mehr zu bewegen. Gleichzeitig schnell und sachte zu drücken. Was zum Geil? Ich verstehe halt nicht ganz, aber gut. Ja. Yes, how's that? Besser als nichts, ne? Also mal probieren. War jetzt zu vorsichtig, glaube ich. Probieren es nochmal. Was? Ach komm, nee. Also mit Eier bin ich eh nicht so. Also das ist nicht meine Welt, die Eier. Kürbiscreme, egal. Das wäre das. Ja gut. Ja, sehr ärgerlich. Warum ist hier auch so viel Zeichen, wenn ich das nicht habe? Mir fehlt ein Olivenöl. Ja gut. Wir werden nochmal zurückkehren. Das werden wir schon noch vervollständigen. Jo, war ganz witzig. Ah. Ich denke, um das zu vervollständigen, muss ich irgendwann mal Zutaten farmen offscreen, aber alles zu seiner Zeit. Muss ja jetzt nicht sein. Das mache ich alles im Rahmen des Backtrackings und so weiter und so fort, wenn wir in die alten Welten kommen. Wenn wir auch noch super viele Zutaten und so kriegen. Von daher schlage ich dann 2 Fliegen mit einer Klappe. Ach cool, haben wir mal wieder gekocht. Da ist das 100 Morgenwald Büchlein. Wunderschön. Ist hier auch noch so ein Lucky Emblem drauf? Das gleiche, oder? Ja. Ich dachte, das ist ein anderer Wagen. Was macht Donald hier oben? Wie bist du hier hochgekommen, wenn ich fragen darf? Na gut. Ist hier noch was im Müll? Eine Zutat oder so? Schön aus dem Müll holen? Nee, natürlich nicht. Aber hier, die Früchte. Yay, eine Birne. Aber letzten Endes brauchen wir hier nichts mehr. Dann können wir uns verpissen. Auf zu neuen Welten, Leute! Worauf warten wir noch? Oder können wir nochmal das Schlüssel schwer verbessern? Das kann ich auch nochmal kurz hier einmal auschecken. Schmieden. Fotomission. Was? Er will ein Foto von der Vogelscheuche? Auf den Feldern? Ja, wir machen das doch alles. Muss ich ja jetzt nicht machen. Schlüsselschwerter, verbessern. Komm schon, wo bist du? Wo bist du, mein Lieblingsschwert? Nicht genügend Material hier. Fields, Batman. Können wir das denn verbessern? Was, das ist scharf Stufe 3. Warum ist das scharf Stufe 3? Ach. Dafür, dass es scharf Stufe 3 ist, ist es aber nicht gut. Oh, man. Ach du Scheiße, warum das denn? Denn es ist doch nicht so gut, Leute, aus dem 100-Morgenwald. Und das Schwert ist auch scharf 2. Hm. Na gut. Brechen wir auf! Weltkarte! Schauen wir mal. Wo führt uns die Reise hin? Ja, hier haben wir ja alles.
Wir müssen zum Nebelfluss wieder. Das wird ein Genuss. Hier wollen wir hin. Kampfstufe 26. Naja, wir sind 25, aber ist halt so. Einstellung, Mini-Jet-Wetter. Und es wird dieser Jet. Oh, yo, das sieht cool aus. Das sieht cool aus. Spezialwaffe? Ach so. Ach, die Ablenkenden sind hierbei. Ja, dann mal los, ne? Nehmen wir die. Los geht's. Wir sind gut, die Enden, die tanken was weg und kontern dann auch. Haben wir ja gekauft. Not bad. Ah, wir standen hier bei eng zum Wegpunkt, den wir mal aufgedeckt haben. Ich wollte gerade sagen, wo sind meine Mini-Jets? Die sind da aber. Wunderschön. Na dann mal los. Was haben die zu bieten? Die Ablenkenden sehe ich jetzt gar nicht. Kann ich die einfach so benutzen? Kontern wahrscheinlich automatisch. Nee, die habe ich jetzt rausgeholt. Jetzt sind die ready. Ja, ich weiß nicht, ob die besser als das Feuerwerk sind. Hm. Naja. Gucken wir mal. Gummijet nicht viel stärker geworden, I guess. Nur weil wir jetzt diesen einen Mini-Jet noch dazu haben. Viel stärker werden wir dadurch nicht. Hat ja nur zwei Kanonen. Der Jet. Oh. Gefährlich. Ich weiß nicht, ob die so gut sind, ne? Die Enden. Ich glaube, die nehme ich wieder raus beim nächsten Mal. Fallen mir gerade nicht so. Eine Ente ist halt weg, ne? Ah. Oder schießen die da immer mit diesem Elektrokack? Sind die Enden, ne? Konter manchmal. Und die sterben danach auch. Ich weiß nicht. Das ist eigentlich ganz gut für unser Bild, weil wir haben nicht so viel Leben. Und wenn die das wegtanken und dann noch kontern, passt es eigentlich mir ganz gut in den Kram. Ich glaube, die sind doch gut. Weil wir so einen aggressiven Gummijet-Bild haben. Von daher ist das, denke ich, eine ganz gute Sache. Ja, gefällt mir doch letzten Endes. Yeah! Rang B, wie immer. So. Mhm. Mal los. Sind wir hier auf der richtigen Spur? Ja, sind wir. Da wollen wir lang. Yes. Also noch mehr herzlose Gummijets. Ja, die schnappen wir uns. Warum nicht? Ist immer eine nette Challenge. Da kommen ja auch was dafür, ne? What? Was sind das für komische Eiskristalle? Ja, wir nähern uns ja der Eiswelt. Ich glaube, das ist hier die Frostkönigin. Aber selbst hier beim Gummijet-Abschnitt merkt man schon, dass es eisig wird. Das finde ich cool gemacht. Also ich will nicht, dass es ein Eisterrain ist. Nice, nice. Boah, die Enden sind schon fast alle weg. Sick. Was denn sein, ey? Do a barrel roll! Alles ist. Na, die Enten sind aber jetzt weg. Damn! Komm, Entis. Ja, mal schneller wieder auf. Ich brauche euch wieder. Vor allem die drei, ne? Drei Enten mit den gleichen Farben wie Tick-Tick und Tack. Ist voll daran angelehnt, Mann. Hey. So nice. Voll easy. Komm schon, Level up für den Gummijet, please. Nein, das reicht noch nicht ganz. Ich könnte weinen. Das reicht noch nicht ganz. Oh, Stufe 3 herzlos. Ich glaube, den sollen wir erstmal
aus dem Weg gehen? Ich weiß ja nicht. Ey! Hier mal wieder was. Jetzt wieder Goodies. Ja, die werde ich auch irgendwann alle machen. Wie gesagt, Gummijet machen wir noch in aller Ruhe. Ja. Verbindung activated. Ja, wo ist hier wieder was? Ah, noch. Sehr gut. Ist auch noch umdrehen, auch noch umdrehen. Nein. Ja, doch, hat noch funktioniert. Perfekt. Umdrehen, umdrehen, umdrehen. Ja. Diese Teile, diese Kugeln erinnern mich voll an Mario Galaxy. Ich weiß auch nicht. Und haben wir's? Stromgleis. Geschlossen. Dafür bekommen wir richtig viel Shit. Ja. Feuergummi, Eisgummi. Oh, so viel Shit. Sehr nice. Bin ich nicht jetzt in der Sackgasse oder sowas? Schon ein bisschen komisch. Oh. Diese Eiswände, ey. Heftig, deftig. Würzig, gut. Pommesche aus der Ofen. Die können wir nicht zerstören, ne? Nee, ich denke nicht. Das können wir verknacken, vom Damage her. Wie weit ist der entfernt? Ah, komm, den schnapp ich mir noch gerade, Leute. So viel Zeit muss sein. Tempo Boost. Und was hier drin? Nichts. Doch. Neonröhre-Gummi. Aha. Kommt. Zeigt, was ihr könnt. Ihr Herzlose möchte gern's. Was? Eine Ente ist schon weg? Oh Gott. Bin ich unaufmerksam, wenn die jetzt schon weg ist? Rang E, ey, das ist ja geil. Rang E, super. Kann sich sehen lassen, ne? Nicht. Okay, das ist auf Zeit. Hier müssen wir ein gewisses Zeitlimit durchhalten. Um das zu schaffen. Je mehr wir mitnehmen, je mehr wir killen, desto besser wird der Rang. Ich verstehe. Die kommen hier noch Gegner? Na, geht doch. Rang C. Oh, da war ein besserer von denen. Ein grüner. Stimmt stärker. Was ist das für ein komisches Prisma wieder? Oh, no. Komm, mach's kaputt. Yes. Ah, auch ein roter. Kommen schon bessere Versionen von denen. Alles klar. Er ist Rang B. Let's go. Let's go. Immer noch Rang A. Das wäre mega nice. Ich denke nicht. Ich denke nicht, Leute. Ich denke nicht. Natürlich haben wir das nicht bekommen. Aber was soll's. Ich weiß nicht, ob es sauber was für gibt, wenn man alles Rang A macht. Ne? So, irgendwann mal schauen. Schmetterlings, Flügel, Sticker. Besser ein Gummijet haben, können wir das wahrscheinlich easy alles normal machen. Hinten ist auch noch einer. Was ist das? Was ist das? Ich weiß auch nicht, was das ist. Oh, den Dreier gehe ich mal lieber aus dem Weg. Oder? Nein! Scheiß drauf, wir probieren's. Ich hab Balls of Steel, Leute. Balls of Steel. Ich probier's wirklich. Dreier hier. Das muss schwer sein. No risk, no fun, Leute. Bin keine Pussy. Ich probier's. Ich gebe mein Bestes. Vertraue auf mein Herz. Bislang ist es aber noch angenehm. Schwierigkeitsgrad. Na, wobei, die Enden haben alles weggetankt, sehe ich gerade. Die sind nicht schon alle Schrott. Nein, meine schönen Ablenkenten. Was habt ihr getan? Was habt ihr getan? Wie konntet ihr sie nur töten? Was für Schrottis, ey. Lebende Mülleimer, ey. Oh, neue Gegner. Ich hab Angst. Ich hab Angst. Die sind gefährlich, glaube ich. Wenn ich einmal berühren, bin ich weg, wa? Laserstrahl. Das sieht super scary aus. Oh mein Gott. Hier ein Grün davon. Ah, oh, mit Zielsuchraketen. Ja, moin. Ja, moin. Komm, Ablenkenden. Yes, die sind wieder da.
Los geht's. Ah, ist doch schwer, Leute. Ah, wie viel Schaden ich schon wieder genommen habe. Eieieiei. Das sind noch 14 Kills, Mann. 14 Herzenlose noch. Komm. Ja, ja. Machst du kaputt? Nein, warum sind die jetzt einfach verschwunden? Komm schon. Gibt's doch nicht. Dual Barrel Roll. Zwei noch, zwei noch. Yes, ihr seid es. Ihr seid die Auserwählten. Yes, you did it. Und das sogar bei Rang, ja, als Rang B abgeschlossen. Finde ich nicht schlecht. Was? Dämonen-Sticker? Das hört sich cool an. Mit Dämonen ist immer gut, Leute. Oh, jetzt ist die Frage. Da hinten ist auch noch einer. Oh, heute mal ein bisschen Gummijet, Leute. Ich hab Bock drauf. Irgendwie was auch nicht. Was seid ihr für Versager? Schalte die Gegner so schnell wie möglich aus. Gummijet Stufe 30, ne? Das heißt, wir können wahrscheinlich auch mehr Gummis dann einbauen. Na, ab Stufe 40 werde ich den Gummijet neu designen dann. So lange warte ich. Ist halt so. Das ist ja endlich schon vorher ausgeholt, ich Idiot. Aber die gefallen mir, das hat sich doch gelohnt. Er ist ein bisschen skeptisch. Aber overall muss ich sagen, das hat sich gelohnt zu kaufen. Die sind nice. Hallo. Kein Bock mehr auf uns, die Herzlosen. Wir wissen, dass sie nicht gewinnen können. 50 Stück noch. Ah. Oh, was? Die Viecher? Selbst hier kommen die jetzt? Alter, das ist schwerer als der Dreier eben. Das ist Schwierigkeitsgrad 3. What the fuck? Hier geht's ja richtig ab. Do a barrel roll! Ach, wir haben es schon. Easy. Ballonsticker. Oh, so viele Dreier noch. Scheiße, du hast eine Auszeichnung erhalten. Oh, guck mal, hier ist wieder so ein Warpoint. Deaktivieren wir mal. Jetzt reicht's erstmal für das Gummijet. Gedöns. Was machen wir noch alles, Leute? Was machen wir noch? Jetzt reicht's erstmal. Oh, guck mal, da ist wieder ein Secret. Gummijet-Schatztruhe, wenn ihr so wollt. So kann man das betiteln. Denn da drin befinden sich immer irgendwelche Goodies, die wir nutzen können. Für unsere Gummijet-Mission. Oh ja. Baufragment. Und Rundgummi. Oh, so viel Stuff. Wunderschön, Leute. Immer eisiger hier. Ach du Scheiße. Was ist das denn? Was bist du für ein komischer Würfel? Hä? Weird. Oh oh, ich habe ja ein bisschen Angst, dass gleich wieder so ein fetter Gummijet-Boss kommt. Wird auch einer kommen. Standard hier in Kingdom Hearts 3. Bevor man landet, dass immer ein Gummijet-Boss-Gegner kommt. Wow, hier die Eisskulptur sieht auch nice aus. Ja, den Dreier will ich irgendwie nicht machen, weiß nicht. Ich glaube, der ist noch schwerer. Der drei rote Sterne. Wo hatten die anderen auch die roten? Naja, wir wollen jetzt aber auch mal landen und diese Welt anschauen. Diese neue Welt. Das neue Terrain. Gucken wir mal. Die Eiswelt. Arendelle heißt sie. Auf geht's. Viel werden wir hier nicht machen, aber wenigstens uns schon mal hier einfinden. Ventus Herz befindet sich also mein Herz. Wie ist das passiert? Ob Rico was darüber weiß? Der war noch nicht kontaktiert, ne? Schlechtes Timing für so eine Erkenntnis, was Vanitas Ventus auf der Suche Monstropolis. Schon alles so lange her, ne? Ah ja, das war heftig. Sully hat einfach Vanitas vernichtet. Jetzt mal gucken. Die Eiswelt. Ah, geil.
Empfangskomitee, wie man es kennt. It's cold. Hey, Donald, give me a coat. The market doesn't work that way. Guess he's too used to the beach. Hey, Islander, what can I say? Huh? Huh? Look, even the sea's turning to ice. Donald, this isn't your magic, is it? Do you think it's the Heartless? Might be. Let's go. Wow. Hm? That girl, she looked so sad. Jesus kann übers Wasser laufen. Die kann übers Wasser laufen und alles vereisen. Noch viel heftiger. Und damit sind wir in Arendelle. Ja, sonst hat man nur Nightmare Before Christmas mit Jack Skellington als Eiswelt. Maybe the Heartless? We should talk to her. Aber ja, Nightmare Before Christmas hat er eben halt immer diesen Halloween-Touch. Das ist hier nicht zu finden. Das will nicht jetzt eine pure Eiswelt. Das kann interessant werden. Schauen wir mal. Jetzt müssen wir erstmal die Eiskönigin finden. Ich glaube, es war die. Und hier können wir direkt speichern. Perfekt. Ja, wie jetzt hier in der Eiswelt zur Sache geht, das will mein nächster Part heraus, Leute. Daumen hoch, falls es gefallen hat. Falls nicht, könnt ihr das Video gerne favorisieren. Ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann und ciao.